halt die Links- und Rechtshänger dann später. Oder die hole ich dann, weil sind wir eh bald da. Also ein paar Meter hier nur noch. Dann haben wir die U-Bahn sozusagen eigentlich schon so gut wie fertig. Müssen wir halt noch ein paar Gleise legen. Und dann können wir endlich fahren. Aber wir müssen... Oh nee, ich habe ganz vergessen, wir müssen das ganze Ding innen noch auspumpen. Das finde ich manchmal ein bisschen... Ich will nicht sagen gay. Ja, doch schon. Das ist einfach nur nervig. Dass das Wasser da so schwul drin bleibt. Blub, blub. Müssen wir hier frei machen. Hallo, hörst du schlecht? Nee, ich brauche Luft. 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 Danke. Ey, was sind das für eine Verarsche hier? Oh, leck, bin ich langsam unter Wasser zu gehen. Okay, jetzt sind wir schon beim Holz. Jetzt müssen wir schauen, dass wir da rechtzeitig zurückkommen. Oder haben wir hier irgendwo Luft? Ah, da, zum Glück. So, und jetzt müssen wir hier noch rauskommen. Wunderbar. Natürlich auch noch richtig setzen, wenn es möglich wäre. Und jetzt noch kurz die da oben, und da gibt es ein Problem, dass uns womöglich die Fackeln gleich weggeschwemmt werden. Ah, scheiße. So. Jetzt machen wir hier noch kurz ein bisschen was mit der Erde. Zack, zack, zack. Wunderbar. So. Jetzt haben wir hier das schon mal alles auf eine Ebene gebracht. Hallo. Machen wir da hinten doch noch einen. Hin. Ah, verdammt. Verdammt immer. Und dieses schöne Wasser, das kotzt mich an. Und diese Erde wegzubauen, ist jetzt auch gerade völlig sinnlos. Ja, komm, dann machen wir es so, ist mir doch wurscht. Und das war auch wieder ein Fehler. Ach Gott. Gottchen. So, aber jetzt setzen wir noch kurz das mit dem Cobblestone, damit wir das wenigstens schon mal haben. Das heißt, da kommt der Kies hin. Das heißt, diese Höhe muss gewährleistet sein. Und dass wir dass mir der Sauerstoff relativ bald ausgehen wird, ist mir auch klar. Darum tauchen wir jetzt nochmal schnell auf. Gehen wieder hinunter. Und das müsste eigentlich stimmen. Ich hoffe es zumindest. Oder das kann doch gar nicht stimmen. Nein, das stimmt nicht. Ja, ja, es stimmt. Wie gesagt, das müsste eigentlich stimmen und. Diese scheiß Verarsche, wieso stimmt das da hinten nicht? Tief. Schöne Verarsche. Wirklich schöne Verarsche. Wenigstens bin ich noch nicht ganz durch, aber jetzt muss ich erst wieder alles abbauen, bevor ich drunter weiterbauen kann. Ich weiß, dass da irgendwo eine Höhle ist. Oh, jetzt wird es schon.
das sind Tintenfische. Tintenfische. So, jetzt müssen wir schon wieder auftauchen. Oh Mann. Ist der für euch wahr sein? So, da müsste es aber stimmen. Überhaupt kein Problem. Zack, und wieder hinunter. Und jetzt haben wir es dann bald. Wahnsinn, wie lange der dann doch unter Wasser braucht, dieser Scheißhandschuh. Geht immer noch zu langsam. So. Und jetzt wieder hoch. Und jetzt machen wir mal kurz hier ein bisschen so, damit wir wissen, wie es ungefähr ausschaut. So viel Glas, wie wir halt haben. Da noch einen hin. So, jetzt haben wir eh kein Glas mehr. Jetzt müssen wir wieder hoch. So. Und dann kommt quasi hier der Kies hin. Ja, ich glaube, das sieht ganz cool aus. Scheiß Auftaucherei immer. Das kotzt ein bisschen an. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ihr hier nicht allzu viel sehen werdet, aber es muss nun einmal gemacht werden. Und dieser Moment ist jetzt. Und wir sind sozusagen durch. Das ist noch Stein, genau. Und dann geht's ab da los mit Glas. Aber das machen wir nicht mehr heute, sondern beim nächsten Mal. Und das nächste Mal ist bei der nächsten Aufnahme. Also vielleicht sogar morgen. Tschau's. Hallihallo und willkommen zurück bei einer weiteren Aufnahme-Folge-Session von Minecraft. Und ja, wie ihr sehen könnt, habe ich mittlerweile, oder habe ich euch das schon gezeigt? Ja, also ich habe jetzt das Mesa mit dem HD-Texturen-Paket kombiniert. Muss man da auch die anderen Programme schließen. Steam brauchen wir nicht. Den Kack brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir sowieso nicht. Und den brauchen wir auch nicht. Und sonst müsste eigentlich alles aus sein. Das können wir auch schließen. So, und wie man oben rechts sehen kann, ich habe hier eine Minimap installiert. Die man halt hier so ganz easy peasy ganz nutzen kann. Man kann auch zoomen. Normalerweise müsste auch irgendwann genau dann die Draufsicht kommen. Und das sieht man jetzt schon. Wo was ist quasi sozusagen, wir sind im Moment hier, das ist unsere Weidekoppel und im Moment leckt es immer noch übel. Aber das wird dann schon, hoffe ich mal. Und zwar, wir waren ja dabei, die U-Bahn fertig zu bauen und wir haben ja auch einigen Schrott dabei, bloß eben kein Glas mehr. Und das, glaube ich, war das Material, das wir gerade brauchten. Und da wir ja eh zurück müssen und Schienen mal holen, würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal nach Hause sozusagen und holen uns wieder ein paar Schienengreffer. Und jetzt muss ich erstmal schauen, habe ich die Zombies aus. Jawohl. Und irgendwie beruhigt sich meine Framerate nicht. Das heißt, ich stoppe mal kurz die Aufnahme und bin gleich wieder da. So, jetzt bin ich wieder da und ich hoffe, dass es jetzt besser ist. Ansonsten habe ich diese Map raus, weil sonst normalerweise ist es eigentlich besser. Ich habe im Moment eine Framerate von 12 so.
11, 12 und normalerweise habe ich ja sogar eine 16er Framerate, da bin ich mir ganz stolz drauf. Moment, sieht nicht danach aus. Aber wir gehen jetzt hier erstmal zurück, um uns das wichtigste Zeug zu holen. Glas. Und da ist wieder die Höhle gewesen. Ach Gott, ist es weit zu gehen. So, 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 so. Und das sieht man schon, und das müsste ich irgendwie wieder so machen. Genau. So, wir sind angekommen. Und was haben wir da noch drin? So wie es aussieht, fast nichts mehr. Keine Schienen, gar nichts mehr. Und das hier, das müssen wir nochmal ändern. Das sehe ich schon. Wir müssen das da, da können wir ganz leicht eigentlich so machen. Und notfalls könnten wir das ja eigentlich hier unten hinbauen, oder? Das macht ja doch nichts. Dann könnten wir alles eins weiter rausrutschen, weil das geht hier schon extrem weit. Das heißt, da wieder das, da wieder das, da wieder das. So, ja, das passt so besser. Okay, da wir keine Schienen mehr haben, aber wieder jede Menge Cobblestone oder so ein bisschen was halt, lagern wir den gleich mal noch hier ab. So, und dann begeben wir uns mit dem nächsten Boot dann nach oben. Und ich glaube, ich werde echt die Minimap wieder raustun. Mal schauen. Hallo? Ah, jetzt. Drrr. Zack. Und wir sind wieder da. Und die Frame hat sich auf 13 eingespiegelt. Eingebaut. Eingefressen, was auch immer. Und ja, unsere wunderschöne Landschaft, wo wir ja ganz schön einen Kaktum hingebaut haben. Kann es sein, dass ich auf weit spiele? Ja, deswegen. Normal. Dann back to game. Ah, jetzt 14. Ja, das wird es wohl gewesen sein. Okay, schauen wir mal, was wir noch an Glas haben. Ah ja, da haben wir noch ein bisschen was an Glas. Aber jetzt auch nicht mehr wirklich viel. Okay, das heißt, wir räumen erstmal unser Inventar. Unser Inventar räumen wir mal auf. Das braucht man noch für die Trockenlegung. Nehmen wir mal drei mit. Das brauchen wir auch, das können wir aber da wieder stacken. Die Wolle brauchen wir nicht, wo haben wir denn die Wolle hingetan? Da haben wir die Wolle. Die Erde, die lassen wir auch da. Den Kack braucht doch eigentlich auch keiner. Ich sagte, den Kack braucht keiner. Den auch nicht. Ein Ei, das können wir stacken hoffentlich, genau. So, das Eisen kommt zum Eisen, das Holz kommt dahin. Jetzt lasse ich mal diese schwule Uhr da. Mein Kopf kommt dahin, die Erde kommt da vorne hin. Okay, und ich bin jetzt der Meinung, haben wir hier noch irgendwas? Hier haben wir noch Eisen. Hier haben wir auch noch Eisen. Ja, das ist mal interessant. Okay, wir haben hier noch ein bisschen Glas. Das werden wir eben mal ausrauben. Dann müssten wir hier eigentlich, das müsste Holzkohle sein. Genau, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und jetzt das Eisen zum Eisen. Fuck. Na, dann haben wir schon wieder ein bisschen Eisen hier. Wobei die 11, die nehme ich mit, die bunkern wir drüben. Und dann würde ich sagen, fahren wir wieder runter. Über unseren Glastunnel. Das Boot fährt wieder nach oben, wunderbar. Und wir können hier jetzt eigentlich ganz gechillt. Können wir ganz gechillt entlaufen. Ja, denke schon. Okay. Eingestiegen und ab geht's. Dam, 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 dam. Ja.